Meine geliebten Brüder im Priestertum, am Anfang möchte ich mich an jeden 12-jährigen Diakon wenden, der an dieser allgemeinen Priestertumsversammlung teilnimmt. Wo auch immer ihr seid, ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich möchte euch erzählen oder euch ins Gedächtnis zurückrufen, was Präsident Gordon B. Hinckley erlebte, als er, wie ihr jetzt, ein 12-jähriger Diakon war. Wir lesen in seiner Biografie, kurz nachdem er zum Diakon ordiniert worden war, besuchte er zusammen mit seinem Vater seine erste Pfahl-Priestertumsversammlung. Er fühlte sich ein bisschen fehl am Platz. Er suchte sich in der letzten Reihe der Kapelle der Gemeinde 10 einen Platz, während sein Vater, der in der Pfahlpräsidentschaft war, seinen Platz auf dem Podium einnahm. Beim Anfangslied standen die 300 anwesenden Männer auf und sangen William W. Phelps Jubellied Preise den Mann, der einst sprach mit Jehova, der ein Prophet war, von Christus ernannt, der von dem Geiste erfüllt prophezeite, nahes Gericht jedem Volke und Land. Über dieses Erlebnis sagte Präsident Hinckley: Etwas ging in mir vor, als ich diese glaubenstreuen Männer singen hörte. Mein Herz war gerührt. Ich hatte ein Gefühl, das man kaum in Worte fassen kann. Ich spürte eine große treibende Kraft, sowohl emotional als auch geistig. So etwas hatte ich in der Kirche noch nie zuvor erlebt. In mein Herz drang die Erkenntnis, dass der Mann, von dem sie sangen, tatsächlich ein Prophet Gottes war. Ich wusste damals durch die Macht des Heiligen Geistes, dass der Prophet Joseph Smith wirklich ein Prophet Gottes war. Obwohl Präsident Hinckley damals erst ein 12-jähriger Diakon war, war dies doch ein Erlebnis, das er sein Leben lang nicht vergaß. Ich bete darum, dass ihr heute auch etwas erlebt, woran ihr euch den Rest eures Lebens erinnert. Sehen wir uns nun einmal diese bemerkenswerte in Bronze gegossene Skulptur mit dem Titel Diakonsbank an. Für diejenigen von Ihnen, die sie nicht sehen können, in dieser Skulptur sind 5 Diakone zu sehen. Sie sitzen auf einer Bank in der Kapelle und fühlen sich unbeobachtet. Wenn Sie diese 5 Diakone betrachten, was sehen Sie? Wenn ich nun die Aussagen von 2 früheren Präsidenten der Kirche lese, formuliere ich die Frage etwas um. Was können Sie sehen? Präsident Joseph Fielding Smith erklärte: Unsere jungen Leute sind der Adel des Himmels, eine erlesene und auserwählte Generation mit einer göttlichen Bestimmung. Diese Geister wurden für diese Zeit zurückbehalten, in der das Evangelium auf der Erde ist und der Herr tapfere Diener braucht, um sein Werk in den letzten Tagen weiterzuführen. Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: Wir ziehen eine königliche Generation heran, die besondere Aufgaben vor sich hat. Wenn wir im Lichte dieser Aussagen von Propheten unseren Blick nicht nur auf diese 5 Diakone auf der Bank richten, sondern auf alle jungen Männer, die das aaronische Priestertum tragen, was können Sie dann sehen? Ich vertraue darauf und bete darum, dass wir alle ihr göttliches Potenzial sehen können, dass wir sehen können, wie sie als Träger des heiligen Priestertums vorwärts gehen und als Missionare den Nationen der Erde durch den Geist das immerwährende Evangelium predigen, dass wir sie als glaubenstreue Ehemänner und Väter, als tapfere Diener und Führer der Kirche und des Reiches Gottes in diesen letzten Tagen sehen können. Um die göttliche Bestimmung dieser auserwählten und königlichen Generation besser begreifen zu können, müssen wir nur an den 12-jährigen Jesus denken.
der mit seinen Eltern zum Pascha-Fest nach Jerusalem hinaufging. Wer war dieser 12-jährige Junge? Was war seine Mission, seine Bestimmung? Und wie war er dazu befähigt, sie zu erfüllen? Wir verkünden und die Heiligen Schriften bestätigen, dass er Jesus Christus war und ist, der Sohn des lebendigen Gottes, der in die Welt gekommen ist, um für die Welt gekreuzigt zu werden und um die Sünden der Welt zu tragen und um die Welt zu heiligen und um sie von allem Unrecht zu säubern, damit den Menschenkindern Errettung zuteil werde, ja, durch Glauben an seinen Namen. In seiner Jugend nahm seine Weisheit zu und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Wir erfahren, dass er mit seinen Brüdern aufwuchs und stark wurde und auf den Herrn wartete, auf dass die Zeit seines geistlichen Wirkens komme, dass er in allem, wie wir, in Versuchung geführt worden ist. Ja, er erlebte Versuchung jeder Art, schenkte ihnen aber keine Beachtung. Und als er sich Luzifer, dem Vater aller Lügen, dem Meister der Sünde gegenüber sah, wurde Jesus nicht nur durch seine Kenntnis der Heiligen Schriften beschützt, sondern auch durch seinen absoluten Gehorsam gegenüber dem Wort und dem Willen seines Vaters. Und er gebot dem Satan: Weg mit dir, Satan! Denn in der Schrift steht: Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Warum er nun fähig war, seine Mission und seine Bestimmung zu erfüllen, erfahren wir aus diesen Worten Jesu. Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Ihr werdet erkennen, dass ich nichts im eigenen Namen tue, sondern nur das sage, was mich der Vater gelehrt hat. Und er, der mich gesandt hat, ist bei mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich immer das tue, was ihm gefällt. Dass wir alle, als Söhne Gottes, unsere Mission und Bestimmung erfüllen können, wird durch die Worte des Herrn an den Prophet Joseph Smith deutlich. Wahrlich, so spricht der Herr, es wird sich begeben, jede Seele, die von ihren Sünden lässt und zu mir kommt und meinen Namen anruft und meiner Stimme gehorcht und meine Gebote hält, kann in meinem Namen zum Vater kommen und zur gegebenen Zeit von seiner Fülle empfangen. Davon gebe ich Zeugnis, wie auch davon, dass Präsident Thomas S. Monson tatsächlich ein Prophet Gottes ist und dass er und seine Ratgeber in der ersten Präsidentschaft sowie die Mitglieder des Kollegiums der 12 Apostel Propheten, Seher und Offenbarer sind. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.